Schaufelbraten mit Farfalle und Tomaten-Mango-Salsa einwürdigen. Schaufelbraten in einem großen Topf Wasser zum Kochen bringen und das Fleisch darin 3 bis 4 Minuten abschrecken, damit sich die Poren schließen. Dann sofort in einen Topf mit kaltem Wasser geben, langsam erhitzen und bei schwacher Hitze eine Stunde köcheln lassen. 2 Möhre, Sellerie und Zwiebel schälen und in grobe Würfel schneiden. Die Tomate waschen und ebenfalls in Würfel schneiden, dabei den Stielansatz entfernen. Das vorbereitete Gemüse mit Lorbeerblatt, Nelken, Pfefferkörnern und ein Ehesalz zum Fleisch geben. Das Fleisch weitere 11-2 Stunden offen köcheln lassen, bis es weich ist. Aus dem Sud nehmen und unter einem feuchten Tuch abkühlen lassen. Den Sud durch ein Sieb gießen und beiseite stellen. 3 für die Tomaten-Mango-Salsa. Die restlichen Tomaten waschen, vierteln und entkernen, das Fruchtfleisch in Würfel schneiden. Die Mango schälen, das Fruchtfleisch zuerst in breiten Streifen vom Stein und dann ebenfalls in kleine Würfel schneiden. Das Basilikum waschen und trocken schütteln, die Blätter abzupfen und in feine Streifen schneiden. Die Tomaten und Mangowürfel in eine Schüssel geben, die Basilikumstreifen und den Limettensaft untermischen. Die Chilischote längs halbieren, entkernen, waschen und in feine Würfel schneiden. Die rote Zwiebel schälen und ebenfalls in feine Würfel schneiden. Beides unter die Tomaten-Mango-Mischung geben. Die Salsa mit Chilisauce, Salz und Pfeffer abschmecken. 4 Die Farfalle in reichlich kochendem Salzwasser nach Packungsanweisung bis fest garen. In ein Sieb abgießen und abtropfen lassen. Den Rucola putzen, waschen und trocken schütteln, grobe Stiele entfernen und die Blätter in Stücke zupfen. Die Zucchini putzen, waschen und in kleine Würfel schneiden. Das Olivenöl in einer großen Pfanne erhitzen und die Zucchini darin andünsten. Die Farfalle hinzufügen und mit Salz, Pfeffer und Muskatnuss würzen. Zuletzt den Rucola untermischen. 5 Das abgekühlte Fleisch in dünne Scheiben schneiden und mit etwas passiertem Sud in einer Pfanne erwärmen. Die Nudeln auf Teller verteilen und die Bratenscheiben darauf anrichten. Die Tomaten-Mango-Salsa dazu reichen. Zutaten für 4 Personen: 1 Kilogramm Schaufelfleisch vom Rind, aus der Schulter, 1 Möhre, 1-2 Sellerieknolle, 1 Zwiebel, 5 Tomaten, 1 Lorbeerblatt, 3 Gewürznelken, 7 weißer Pfefferkörner, Salz, 1 vollreife Mango, 1-2 Bunt Basilikumsaft von 2 Limetten. Eine rote Chilischote, eine rote Zwiebel, 2 L-Sweet Chilisauce, Pfeffer aus der Mühle, 300 Gramm bunte Farfalle, Schmetterlingsnudeln, 100 Gramm Rucola, 100 Gramm Zucchini, 4 L Olivenöl, frisch geriebene Muskatnuss. Gebratene Rotaube. Zutaten: 1 Personen. 400 Gramm kleine festkochende Kartoffeln, Salz mittlerer Punkt, Kümmelsamen, eine Salatgurke, 100 Gramm Feldsalat, ein Bund Schnittlauch, eine Schalotte, 50 ml Geflügelbrühe, 50 ml Traubenkernöl, 3 L Schari-Essig, 1 TL Dijon-Senf, Pfeffer aus der Mühle, 200 Geräucheralfilet, frisch geraspelter Meerrettich für den Kartoffelsalat. Die Kartoffeln waschen und mit Schale in Salzwasser mit etwas Kümmel 20 bis 25 Minuten garen. In ein Sieb abgießen, abdampfen lassen und pellen. Die Gurke gründlich waschen oder nach Belieben schälen, längs halbieren und mit einem Teelöffel die Kerne entfernen. Die Gurkenhälften in Scheiben schneiden. 2 Den Feldsalat verlesen, waschen und trocken schleudern. Den Schnittlauch waschen, trocken schütteln und in feine Röhrchen schneiden. 3 Für das Dressing von den Pellkartoffeln 100 Gramm abnehmen und noch warm durch die Kartoffelpresse drücken. Die Schalotte schälen und in feine Würfel schneiden. Beides mit Brühe, Öl, Essig und Senf zu einem Dressing verrühren und mit Salz und Pfeffer abschmecken. 4 Die restlichen Kartoffeln in Scheiben schneiden und mit den Gurkenscheiben in eine Schüssel geben. Das Dressing in einem kleinen Topf erwärmen und unter den Kartoffelgurkensalat mischen. 5 Den Aal in Stücke schneiden. Kurz vor dem Servieren den Feldsalat und die Schnittlauchröhrchen unter den Kartoffelsalat mischen und mit den Aalstücken und dem geraspelten Meerrettich garniert servieren. Brunnenkresse-Suppe. Für die Suppe die Kartoffel schälen, waschen und in dünne Scheiben schneiden. Die Zwiebel und den Knoblauch schälen und in feine Würfel schneiden. Die Butter in einem Topf zerlassen und die vorbereiteten Zutaten darin andünsten. Mit Salz würzen, mit Riesling und Neulibrat ablöschen.
den Thymian waschen, trockenschütteln und mit den Lorbeerblättern hinzufügen. Sobald die Flüssigkeit eingekocht ist, den Geflügelfond angießen und die Suppe bei mittlerer Hitze um ein Drittel einkochen lassen. Die Brunnenkresse putzen, waschen und trockenschütteln, grobe Stiele entfernen. Für die Schinkenröllchen das Brot längs in breite Streifen schneiden. Das Öl in einer Pfanne erhitzen und die Brotstreifen darin rund und knusprig braten. Herausnehmen und auf Küchenpapier abtropfen lassen. Die Schinkenscheiben nebeneinander auslegen, mit dem Meerrettich bestreuen und die Brotstreifen darin einrollen. Wenn der Fond reduziert ist, die Sahne hinzufügen und die Suppe mit Salz, Pfeffer, Zucker und Muskatnuss abschmecken. Einmal aufkochen, dann die Thymianzweige und die Lorbeerblätter entfernen. Die heiße Suppe mit der Brunnenkresse in den Küchenmixer geben und schaumig pürieren. Das Brunnenkresse-Süppchen auf tiefe Teller oder Schälchen verteilen und mit den knusprigen Schinkenröllchen servieren. Gemüsemozzarella eine die Gurken schälen und längs halbieren. Für die Lasagne eine Gurke entkernen und die Hälften in Würfel schneiden. Die zweite Gurke für die Gazpacho grob in Stücke schneiden. Die Tomaten waschen, vier Tomaten kreuzweise einritzen, überbrühen, häuten, vierteln, entkernen und in Würfel schneiden. Für die Gazpacho die restlichen Tomaten vierteln, dabei die Stielansätze entfernen. Alle Paprikaschoten längs vierteln, entkernen und waschen. Jeweils vier gelbe und rote Paprikaviertel mit dem Sparschäler schälen. Die restlichen Paprikaviertel für die Gazpacho in grobe Würfel schneiden, zwei den Knoblauch schälen und mit dem Gemüse, das für die Gazpacho grob zerkleinert wurde, in den Entsafter geben. Den Gemüsesaft mit der Mayonnaise, etwas Olivenöl, ein Schuss Essig, Fleur de Sel und Pfeffer abschmecken. Die Gazpacho im Tiefkühlfach kalt werden lassen, drei den Mozzarella auf einem Sieb abtropfen lassen und in Scheiben schneiden. Den Rucola putzen, waschen und trockenschütteln, grobe Stiele entfernen. Die Basilikumblätter waschen, trockentupfen und in feine Streifen schneiden. Die restlichen Gurken und Tomatenwürfel in einer Schüssel mischen und mit etwas Gazpacho aus dem Tiefkühlfach, je ein Schuss Olivenöl und Essig, Fleur de Sel und Pfeffer abschmecken, vier zum Anrichten die Gemüsestücke und Würfel abwechselnd mit den Mozzarella-Scheiben auf Teller schichten. Die eiskalte Gazpacho mit dem Stabmixer schaumig aufschlagen und über die Lasagne geben. Mit den Rucola-Blättern und dem Basilikumstreifen garnieren. Zutaten für 4 Personen. 2 Salatgurken, 8 Strauchtomaten je 4 rote und gelbe Paprikaschoten, eine Knoblauchzehe, ein Ei Mayonnaise, Olivenöl, milder Rotweinessig, Fleur de Sel, Pfeffer aus der Mühle, 200 Gramm Büffelmozzarella, 100 Gramm Rucola, 12 Basilikumblätter. Gratinierte Telegio-Kartoffeln mit Waldpilzen. Zutaten für 4 Personen. 400 Gramm Steinpilze, 2 Schalotten, 2 weiße Pfirsiche, nicht zu reif, 4 L Olivenöl, eine Knoblauchzehe, 2 TL Kürbiskerne, 2 TL Butter, Meersalz, Pfeffer aus der Mühle, 2 TL Aceto Balsamico, 12 Scheiben Frühstücksspeck, 300 ml Milch, 8 Zweige Thymian. Die Steinpilze putzen, mit Küchenpapier trocken, abreiben und in Scheiben schneiden. Die Schalotten schälen und in feine Würfel schneiden. Die Pfirsiche kreuzweise einritzen, überbrühen, häuten, halbieren und den Stein entfernen, das Fruchtfleisch in Spalten schneiden, zwei den Backofen auf 200 Grad Celsius vorheizen. Das Olivenöl in einer großen Pfanne erhitzen, die Pilze und die Schalotten darin mit der angedrückten Knoblauchzehe anbraten. Die Kürbiskerne und die Pfirsichspalten hinzufügen und mitbraten. Die Butter dazugeben und schmelzen lassen. Die gebratenen Pilze mit Salz, Pfeffer und Essig abschmecken, drei die Speckscheiben auf einem mit Backpapier ausgelegten Backblech verteilen und im vorgeheizten Backofen auf der mittleren Schiene etwa 10 Minuten knusprig braten, vier die Milch aufkochen und die Hitze reduzieren. Den Thymian waschen, trockenschütteln und etwa 5 Minuten in der heißen Milch ziehen lassen. Den Thymian wieder entfernen, die Milch mit einer Prise Salz würzen und mit dem Stabmixer schaumig aufschlagen. 5 Das Steinpilz Pfirsich Gemüse auf tiefe Teller oder Schälchen verteilen, den Thymian Schaum darüber geben und mit den Speckscheiben garnieren.
Lupe de Mer auf Gewürzsalz, 4 Forellenfilets, ca. 5 El Butter, 1 Sellerieknolle, 1080 ml Gemüsebrühe, 5 El mildes Olivenöl, 2 El Rotweinessig, 1 TL scharfe Senfsalz, Pfeffer aus der Mühle, Zucker mittlerer Punkt, Chilipulver, einige Blätter Frisee und Feldsalat, 1 Apfel, 1 TL Puderzucker, 50 ml Holunderblütensirup, 50 ml Mineralwasser, 80 Gramm saure Sahne, 70 Gramm cremefreiche Cayenne Pfeffer, 1 Ehl Zitronensaft im Backofen auf 100 Grad Celsius vorheizen. Die Forellenfilets waschen und trocken tupfen. In eine mit Butter gefettete ofenfeste Form oder auf ein Backblech legen, mit ofenfester Frischhaltefolie zudecken und im vorgeheizten Backofen auf der mittleren Schiene 10 bis 15 Minuten glasig durchziehen lassen, 2 den Sellerie putzen und schälen. Von der Knolle 4 große, dünne Scheiben abschneiden und in ein Gemüsebrühe bei mittlerer Hitze 8 bis 10 Minuten weich ziehen lassen, 3 inzwischen 80 ml Brühe mit Olivenöl, Essig und Senf mit dem Stabmixer verrühren. Die Marinade mit Salz, Pfeffer sowie je eine Prise Zucker und Chili würzen. Den Sellerie aus der Brühe nehmen und abkühlen lassen, dann in die Marinaden legen und bis zur Weiterverwendung zugedeckt kühl stellen. 4 Die Salatblätter waschen und trocken schütteln. Den Apfel vierteln, das Kerngehäuse entfernen und die Apfelviertel in Spalten schneiden. In einer Pfanne den Puderzucker hell karamellisieren und die Apfelspalten darin anbraten, 1 TL Butter dazugeben und schmelzen lassen, 5 für den Holunderblütenschaum den Holunderblütensirup, Mineralwasser, saure Sahne und cremefreiche mit dem Stabmixer verrühren. Mit Salz, Cayenne, Pfeffer und Zitronensaft abschmecken und schaumig aufschlagen, 6 in einem kleinen Topf 3 El Butter langsam erhitzen, bis sie goldbraun ist und ein nussiges Aroma hat. Die Forellenfilets aus dem Backofen nehmen, mit Salz und Pfeffer würzen und mit der braunen Butter bestreichen, 7 zum Anrichten die Selleriescheiben und die Apfelspalten auf Teller verteilen. Die Forellenfilets darauf legen und etwas Holunderblütenschaum darüber geben. Den Frisee und Feldsalat mit der Marinade beträufeln und auf die Teller verteilen. Hähnchenschenkelzutaten für 4 Personen. 4 Hähnchenkeulen, mit Haut, 2 rote Zwiebeln, 4 Knoblauch, 10 5 El Olivenöl, 2 El Tomatenmark, 1-2 Geflügelbrühe, 1 El Kaviepulver, gemahlener Kümmel, 1 El gemahlener Koriandersalz mittlerer Punkt, Pfeffer aus der Mühle, 1 El Harissa, scharfe Thunis. Würzpaste, 200 Gramm Fenchelgrün, 500 Gramm Instant Couscous, 2 El Olivenöl con Limone, 2 El Butter, die Hähnchenkeulen waschen, trocken tupfen und im Gelenk halbieren. Die Zwiebeln und den Knoblauch schälen, die Zwiebeln in Streifen, den Knoblauch in feine Würfel schneiden, 2 das Olivenöl in einer Pfanne erhitzen und die Hähnchenkeulen darin rundum goldbraun anbraten. Die Zwiebeln und den Knoblauch dazugeben und mitbraten. Das Tomatenmark hinzufügen und unterrühren, kurz anrösten, mit der Brühe ablöschen. Die Zwiebelsauce mit Kavi, Koriander, Salz, Pfeffer und Harissa kräftig würzen und zugedeckt bei schwacher Hitze etwa 30 Minuten köcheln lassen, 3 für den Couscous das Fenchelgrün waschen, trocken schütteln und fein hacken, etwas gehacktes Grün zum Garnieren beiseite legen. Den Couscous mit dem Olivenöl con Limone verrühren, mit 1-2 kochendem Wasser übergießen und etwa 5 Minuten quellen lassen. Den Couscous mit einer Gabel auflockern und mit Salz und Pfeffer würzen. Die Butter und nach Belieben noch etwas Olivenöl con Limone unterrühren, 4 die Hähnchenschenkel mit der Soße und dem Couscous auf Tellern anrichten und mit gehacktem Fenchelgrün garniert servieren. Gazpacho, 1 am Vortag die Tomaten, bis auf 2 Tomaten, die für die Einlage beiseite gelegt werden, kreuzweise einritzen, überbrühen, häuten, vierteln und entkernen. Die Chili und eine Paprikaschote längs halbieren, entkernen, waschen und kleinschneiden. Die Gurke schälen und querhalbieren, eine Hälfte längs halbieren, entkernen und ebenfalls kleinschneiden. Die Zwiebeln und den Knoblauch schälen und grob zerkleinern.
Die vorbereiteten Zutaten in einer Schüssel mit 40 Gramm Mandeln mischen, mit Salz, Pfeffer, eine Prise Zucker und Zitronensaft abschmecken und über Nacht im Kühlschrank ziehen lassen. 2. Am nächsten Tag das Gemüse mit dem entstandenen Saft im Küchenmixer auf einpürieren, dabei eventuell etwas eiskaltes Wasser hinzufügen. 3. Scheiben Toastbrot entrinden. In 2 Olivenöl und dem Essig einweichen und zur Bindung langsam unter die Gazpacho mixen. 3. Für die Einlage die beiseite gelegten Tomaten kreuzweise einritzen, überbrühen, häuten und entkernen, das Fruchtfleisch in Würfel schneiden. Die zweite Gurkenhälfte und die restliche Paprikaschote längs halbieren, entkernen und ebenfalls in Würfel schneiden. Die Frühlingszwiebeln putzen, waschen und in Ringe schneiden. Den Schnittlauch waschen, trockenschütteln und in feine Röhrchen schneiden. Das Eiweiß der hart gekochten Eier in Würfel schneiden, die Eigelbe anderweitig verwenden. Die Oliven und die restlichen Mandeln grob hacken. Alle vorbereiteten Zutaten unter die Gazpacho rühren. 4. Für die Croutons die restlichen Toastbrotscheiben entrinden und in Würfel schneiden. In einer Pfanne 2 Olivenöl erhitzen und die Brotwürfel darin goldbraun braten. Die Gazpacho auf Schälchen oder tiefe Teller verteilen und mit den Croutons bestreuen. Zutaten für 4 Personen: 1,2 Kilogramm Tomaten, eine rote Chilischote, 2 rote Paprikaschoten, eine Salatgurke, 2 Gemüsezwiebeln, 2 Knoblauch, 10. 50 Gramm geschälte Mandeln, Meersalz, weißer Pfeffer aus der Mühle, Zucker, mittlerer Punkt, Saft von einer Zitrone, 6 Scheiben Toastbrot, 4 Olivenöl, 2 Rotweinessig, 2 Frühlingszwiebeln, 1 Bund Schnittlauch, 2 hart gekochte Eier, 2 schwarze Oliven, ohne Stein. Weißwurststrafeln mit Salaten ein. Für die Weißwurststrafeln die Haut von den Weißwürsten abziehen und die Würste schräg in etwa 2 cm dicke Scheiben schneiden. 2. Die Eier in einem tiefen Teller verquirlen, mit Salz, Pfeffer und Zitronensaft würzen. Das Mehl und die Semmelbrösel ebenfalls auf je einen tiefen Teller verteilen. Die Weißwurstscheiben nacheinander zuerst im Mehl wenden, dann durch die verquirlten Eier ziehen und zuletzt mit den Semmelbröseln panieren. 3. In eine Pfanne etwa fingerhoch Öl gießen und erhitzen. Die Weißwurstscheiben darin auf beiden Seiten bei mittlerer Hitze goldbraun braten. Aus der Pfanne nehmen und auf Küchenpapier abtropfen lassen. 4. Für das Dressing die Brühe mit dem Essig, dem Knoblauch und dem Senf in einen hohen Rührbecher geben und mit dem Stabmixer verrühren, dabei das Olivenöl zuerst tröpfchenweise, dann zügiger dazu gießen. Das Dressing mit Salz, Pfeffer und je eine Prise cayenne Pfeffer und Zucker kräftig würzen. 5. Für den Salat die Salatblätter waschen, trocken schleudern und in mundgerechte Stücke zupfen. Die Kräuter waschen und trockenschütteln, die Blätter abzupfen, den Schnittlauch in Röhrchen schneiden. 6. Salatblätter und Kräuter mit dem Dressing marinieren, mit Salz, Pfeffer und Zucker abschmecken. Den Salat auf Teller verteilen und die gebackenen Weißwurststrahlen darauf anrichten. Zutaten für 4 Personen, für die Weißwurststrahlen: 6 Weißwürste mittlerer Punkt, 2 Eier, Salz, Pfeffer aus der Mühle, 1 Spritzer Zitronensaft, 100 Gramm doppelgriffiges Mehl, 100 Gramm Semmelbrösel, Öl zum Braten für das Dressing und den Salat. 1/8 Gemüsebrühe, 2 bis 3 Rotweinessig, 1 Scheibe Knoblauch, 1 TL scharfer Senf, 6 mildes Olivenöl, Salz mittlerer Punkt, Pfeffer aus der Mühle, cayenne Pfeffer mittlerer Punkt, Zucker, 450 Gramm gemischte Salatblätter, 1 Bund gemischte Kräuter, z.B. Brunnenkresse, Petersilie, Basilikum, Schnittlauch. Zitronen-Chili-Backhändle. Für den Salat die Salatblätter waschen und trocken schleudern, den Endivien-Salat in mundgerechte Stücke zupfen. 2. Für das Dressing die Brühe mit Joghurt, saurer Sahne, Portwein, beiden Essigsorten, Sherry, Senf, je 1 TL Salz und Zucker sowie dem Cayenne-Pfeffer mit dem Stabmixer verrühren, dabei nach und nach alle Ölsorten hinzufügen. 3. Für die Backhändle. Die Hähnchenbrustfilets waschen und trocken tupfen, jeweils dritteln und mit Chilisalz würzen. Die Chilischote längs halbieren, entkernen, waschen und in feine Streifen schneiden. Die Eier in einem tiefen Teller mit der Sahne verquirlen. Den Senf, die Zitronenschale, Salz, Pfeffer, Muskatnuss, Chili und Vanillesalz unterrühren. Die Chilistreifen dazugeben und ebenfalls unterrühren.
das Mehl und die Semmelbrösel auf je einen tiefen Teller verteilen. Die Hähnchenstücke nacheinander zuerst im Mehl wenden, dann durch die verquirlten Eier ziehen und zuletzt mit den Semmelbröseln panieren, dabei die Panaden nicht zu fest andrücken. 4. So viel Öl in eine tiefe Pfanne gießen, dass der Boden gut 2 cm bedeckt ist. Das Öl bei mittlerer Hitze heiß werden lassen und die panierten Hähnchenstücke darin auf beiden Seiten goldbraun backen. Zum Schluss die Butter dazugeben und aufschäumen lassen. Die Hähnchenstücke aus der Pfanne nehmen und auf Küchenpapier abtropfen lassen. Mit Salz würzen und mit etwas Zitronensaft beträufeln. 5. Die Salatblätter mit dem Dressing marinieren und auf Teller verteilen, die gebackenen Hähnchenstücke darauf anrichten. Nach Belieben mit Zitronenspalten servieren. Zutaten für 4 Personen, für den Salat und das Dressing, je 175 Gramm Endivien und Feldsalatblätter, 60 Milliliter Gemüsebrühe, je 50 Gramm Naturjoghurt und saure Sahne, 2 Ell weißer Portwein, 1 bis 2 Ell Rotweinessig, 1 TL Balsamico Bianco, 1 TL Sherry, Medium 3, 1 TL scharfe Senfsalz, mittlerer Punkt Zucker, 1 MSP. Cayenne Pfeffer, je 50 ml Pflanzenöl und mildes Olivenöl, 1 TL Walnussöl für die Backhändel. 4 Hähnchenbrustfilets, ca. 170 Gramm, ohne Haut, Chilisalz mittlerer Punkt, eine rote Chilischote, 2 Eier mittlerer Punkt, 2 TL Sahne, 1 Ell Dijon-Senf, 1 MSP abgeriebene unbehandelte Zitronenschale, Salz mittlerer Punkt, Pfeffer aus der Mühle, frisch geriebene Muskatnuss, Vanillesalz, 50 Gramm doppelgriffiges Mehl, 50 g Semmelbrösel Pflanzenöl zum Ausbacken, 1 Ell kalte Butter, Zitronensaft.